Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zu Teil 2 eures Jahreshoroskops. Jetzt schauen wir uns an, wann ihr besonders schöne Zeiten mit den Liebesplaneten Venus und Mars habt, aber auch wann es kritische Phasen für die Liebe gibt. Außerdem gehe ich auf die Tendenzen für den Januar ein. Mit den Monatshoroskopen geht es dann ab dem Februar wieder weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 mit sämtlichen Zahlen und Daten zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit an den Videohoroskopen und natürlich an diesem Jahreshoroskop. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Die erste gute Venusphase hat schon am 24. Dezember 2017 begonnen und geht bis zum 18. Januar. Da steht die Venus zusammen mit den kosmischen Schwergewichten Pluto, Saturn und Lilith und der Sonne in eurem fünften Haus der Lebensfreude und Kreativität. Falls ihr einen frischen Flirt am Laufen habt, macht ihr den wahrscheinlich ganz verrückt, denn ihr seid mal super heiß, mal wieder kühl, aber immer faszinierend. Fest liierte Jungfrauen haben ihren eigenen Kopf und brauchen Freiraum für ihre kreativen Ideen. Der Neumond vom 17. Januar im Steinbock findet ebenfalls in eurem fünften Haus statt. In der Neumond-Meditation könnt ihr euch also wunderbar nochmal mit den Themen von Saturn und Lilith beschäftigen, nämlich was ihr manifestieren wollt und welche Herzensprojekte ihr verwirklichen wollt. Auch über eure Lebensfreude und über eure erotischen Wünsche könnt ihr nachdenken und visualisieren, was sich davon 2018 verwirklichen soll. Der Mars steht noch bis zum 26. Januar günstig für euch, so dass ihr nicht nur nachdenkt, was ihr alles vorhabt, hier, sondern auch gleich damit loslegt. Besonders diejenigen von euch, die gerne schreiben und kommunizieren, haben bestimmt viele Ideen, die sie auch gleich umsetzen wollen. Anschließend läuft der Mars dann allerdings bis zum 17. März in eine Spannung zu eurer Sonne hier im Schützen und in eurem vierten Sonnenhaus der Familie. Und das kann entsprechend einigen Trubel in der Familie oder bei euch zu Hause anzeigen. Wenn es euch zu viel wird, reagiert ihr gereizt. Also sorgt für euch selbst und zieht euch auch mal zurück. Vom 11. Februar bis zum 7. März läuft die Venus durch euer Partnerhaus in den Fischen. Das ist immer eine sehr schöne, gesellige Zeit, nicht nur, falls ihr Solo seid, um jemand Neues kennenzulernen, sondern auch ganz allgemein. Man fühlt sich da wohl mit netten Leuten. In dieser Zeit wird die Venus auch den Romantikaspekt zwischen Neptun und Jupiter aktivieren. Das ist bestimmt ein Hochgenuss für euch. Besonders prickelnd wird die Zeit zwischen dem 20. und dem 27. März, denn da stehen Venus und Mars in Spannung zueinander und zu eurer Sonne. Das intensiviert die amorösen Gefühle. Nur die Geburtstagskinder, die den Neptun genau gegenüber der Sonne haben, die müssen dann aufpassen, dass sie nicht dem Falschen verfallen. Vom 17. März bis zum 16. Mai läuft der Mars durch den Steinbock und damit durch euer fünftes Haus und in einem sehr förderlichen Aspekt für euch. Das ist der Bereich der Lebensfreude und das ist dann eine sehr aktive Phase für euch. Und für die Liebe kann es eine sehr lustvolle oder auch triebhafte Zeit sein. Vielleicht gerade nicht, wenn der Mars sich mit Saturn verbindet. Das ist ungefähr so um den 31. rum. Aber sonst ist das eine sehr schöne Zeit und ihr könnt diese Energie auch in eure beruflichen Projekte investieren. Vom 19. Mai bis zum 13. Juni geht die Venus dann durch den Krebs und bildet während dieser Zeit einen schönen freundschaftlichen Aspekt zu eurer Sonne. Und das fördert nicht nur die Liebe, sondern auch schöne Zeiten mit Freundinnen und Freunden. Vom 4. bis zum 11. Juni kann es zu einer prickelnden Affäre kommen. Vielleicht sogar mit jemandem aus dem Freundeskreis. Die Venus steht ja dann im 11. Haus der Freunde
und verbindet sich dann hier mit Pluto und Lilith. Das kann also eventuell auch mit Komplikationen verbunden sein. Deswegen denkt an die 90-Tage-Regel und wartet erstmal ab, ob es sich lohnt, wegen so einer Sache eventuell eine Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Vom 26. Juni bis zum 27. August ist dann die Rückläufigkeitsphase von Mars. Das ist eine Zeit, in der viele Dinge langsamer laufen und in der ihr euch vielleicht auch in eurem Schwung gelähmt fühlt. Es kann auch sein, dass eure Projekte nun nicht mehr so recht vorangehen oder dass eine neu begonnene Liebesaffäre wieder zum Erliegen kommt. Aber mit Geduld und Gelassenheit kriegt ihr das in den Griff. Vielleicht könnt ihr in dieser Zeit auch Urlaub nehmen, wenn sowieso nicht so viel läuft. Sobald der Mars wieder direktläufig wird, werdet ihr merken, wie es wieder vorangeht. Sehr positiv ist die Zeit vom 10. Juli bis zum 7. August, wenn die Venus durch euer eigenes Zeichen läuft. Das verleiht euch eine erotische Ausstrahlung und erhöht die Chancen, jemanden zu bezirzen. Und dabei bildet sie sehr interessante Konstellationen. Sie verbindet sich also erst mit Saturn und gleichzeitig auch mit Uranus. Und das spricht für eine neue Affäre, die Zukunft hat. Und dann verbindet sie sich auch noch mit Pluto. Und das ist auch ein Harmonieaspekt. Und da könnt ihr euch in jemanden verlieben, der sehr einflussreich ist, aber eventuell auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil er womöglich versteckte Absichten hat. Außerdem wird in dieser Zeit auch noch der Merkur rückläufig, nämlich vom 26. Juli bis zum 19. August. Das kann dazu beitragen, dass in der Liebe nicht mit offenen Karten gespielt wird oder dass es einfach zu Missverständnissen kommt. Vielleicht auch zu einer Enttäuschung. Das müsst ihr dann notfalls ansprechen und nicht verdrängen. Also, wie ich euch schon im ersten Teil des Jahreshoroskops ans Herz gelegt habe, achtet genau darauf, an wen ihr euch verschenkt. Ihr habt viel zu bieten und nicht jeder hat euch verdient. In den letzten Julitagen habt ihr eine besonders heiße Phase, also passt auf euch auf. Vom 9. September bis zum 30. Oktober bekommt ihr wieder einen harmonischen Venus-Aspekt, und zwar, wenn die Venus hier durch den Skorpion läuft. Allerdings wird ja dann die Venus ab dem 5. November rückläufig, und zwar insgesamt bis zum 16. November. Und sie wird dann vom 5. bis zum 30. hier in diesem günstigen Aspekt sein, aber eben rückläufig. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ihr in der Zeit häufig Anlaufstelle für verwirrte Freunde und Bekannte seid, die sich in irgendwelche Liebesdesaster verstrickt haben und euren Rat suchen. Wenn ihr euch in dieser Zeit mit jemandem Liebesbotschaften schreibt, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass die auch richtig verstanden werden. Und eine Liebesentscheidung solltet ihr im Zweifelsfall auf die Zeit nach Mitte November verschieben, wenn die Venus wieder direktläufig wird. Am 15. November geht der Mars in euer Partnerhaus ins Zeichen Fische und trifft sich da Anfang Dezember mit Romantikplanet Neptun. Das kann sensible Verehrer anzeigen, die euch umschwärmen, sich aber nicht so recht trauen, auf euch zuzugehen. Wenn euch so jemand gefällt, müsst ihr gegebenenfalls selbst die Initiative ergreifen. Das kann euch aber gelingen, besonders ab dem 2. Dezember, wenn Venus und Mars in Harmonie zueinander und zu eurer Sonne stehen. Und das bis in den Januar hinein. Es wird also ein kuscheliger und harmonischer Jahresausklang für euch. Das waren die Highlights und die kritischen Phasen eures Venusjahres. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.